ja, dass er immer an vorderster Linie steht. Er ist immer der Erste. Er hat die schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Er muss in das Unbekannte gehen. Er muss ein anderes Risiko nehmen als die, die dann hinten nachkommen. Etwas haben sie gemeinsam, also das Neue, das Unbekannte, das Wagnis und natürlich die Fähigkeiten und die Courage, den Mut, diese Dinge zu bewältigen und anzugehen. Mut, der darauf beruht, dass man sich mit Neugierde an etwas Neues heranwagt, eine der wesentlichen Triebfedern für unternehmerisches Denken und Handeln ist. Wenn man das nicht hat, dann ist man vielleicht ein guter Verwalter und kann etwas, was man vorgefunden hat oder auch aufgebaut hat, sozusagen gut absichern. Aber neue Wege, Zukunftsorientierung und damit auch Nachhaltigkeit, dafür wäre Mut sozusagen unerlässlich. Fähigkeit Nummer eins für Führungskräfte ist natürlich die soziale Kompetenz, nicht nur zu haben, sondern auch auszubauen, zu pflegen, zu vervollkommnen. In dem Augenblick, wo man unternehmerisch tätig ist oder in der Wirtschaft tätig ist, braucht man Vordermänner, Hinterfrauen, Seitenbegleiterinnen. Also man braucht ein Team und wer nicht in der Lage ist, dieses Team zu motivieren, es natürlich auch zu führen, der wird scheitern. Ja, ich hoffe, dass ich Zweite in einem gewissen Grad für mich in Anspruch nehmen darf. Auf jeden Fall habe ich immer meine großen wirtschaftlichen Erfolge mit diesen verlässlichen, loyalen, ein bisschen verrückten Menschen bewerkstelligen können, die sich eben darauf eingelassen haben, eben so verrückte Dinge zu tun, solches Neuland zu betreten, solche Abenteuer zu riskieren. Ja, oftmals also irgendwo hinzugehen, wo man nicht genau gewusst hat, was herauskommen wird und was das Ergebnis sein wird. Habe Mut ist das Schlagwort, das immer richtig ist. Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken, spielen Sie sie aus und vergessen Sie nicht, dass Sie dann stark sind, wenn viele mit ihnen wirklich im Takt rudern.